zu Omas Seiten wurde allen jungen Leuten leider das Leben sehr erschwert. Sind zwei Leute verliebt gewesen, gab es meist sehr hohe Spesen, leider. Das hat man oft gehört, schon der Preis von einem Souper im Separé machte jeden Mann schwach. Ein Galan von heute, der bringt auch Pleite die Maid unter Dach und Fach. Ach, wie schön ist die Liebe in der Milchbar. Manche Maid trifft so gerne ihr Knilch da. Und sie hocken auf dem Hocker und die Groschen sitzen locker für den Schaumwein einer Kuh. Ach, wie schön ist die Liebe in der Milchbar. Und vor allem, sie ist so furchtbar Milch da. Ein Glas Milch dazu, ein Brötchen, sagen Sie nur, welches Mädchen sagt doch nein, mein Herr, dazu. Nur ein Krösus reserviert sich mal ein Nischchen und winkt dem Ober mit einer Mark. Hallo. Der erscheint sofort und landet auf dem Tischchen, diskret für Sie einen ganzen Kübel Quark. Ach, wie schön ist die Liebe in der Milchbar. Manche Mainz ruft so gerne ihren Knilch da. Allerdings kam es schon vor, dass eine böse war, weil sie erkannte, dass ihre Liebe leider doch vergebens war. Im Mondenscheine gab es eine wirklich feine Party in Charlies Milchlokal. Alle Gäste tranken mit den echt Jamaika-Rahmverschnitt. Die Party war nämlich sehr feudal und man trank zum Wohle die Joghurt, Wohle die Charlie servierte danach. Waren wir lustig. Doch er hat, was nicht geplant, alles abgesahnt. Da gab's einen Riesenkrach. Ach, wie schön ist die Liebe in der Milchbar. Manche Maid trifft so gern ihr Knilch da. Und sie hocken auf dem Hocker und die Groschen sitzen locker für den Schaumwein einer Kuh. Ach, wie schön ist die Liebe in der Milchbar. Und vor allem, sie ist so furchtbar Milch da. Ein Glas Milch dazu, ein Brötchen, sagen Sie nur, welches Mädchen sagt doch nein, mein Herr, dazu. Nur ein Krösus reserviert sich mal ein Nischchen und klingt dem Ober mit einer Mark. Der erscheint sofort und landet auf dem Tischchen, diskret für Sie einen ganzen Kübel Quark. Ach, wie schön ist die Liebe in der Milchbar. Manche Maid trifft so gerne ihr Knilch da. Allerdings kam es schon vor, dass eine böse war, weil sie erkannte, dass ihre Liebe leider doch. Ja, dass ihre Liebe nur Käse war.